Herzlich willkommen bei TV Total. Schluss mit lustig. Das Boxereignis des Jahres. Boxweltmeisterin Regina Halmich gegen Stefan Raab. Und damit herzlich willkommen zur Boxnacht des Jahres live aus Köln. Prima, dass Sie dabei sind. Als Experten begrüßen wir heute Axel Schulz. Schönen guten Abend, hallo. Erinnern Sie sich bitte einmal an die großen, an die legendären Kämpfe der letzten Jahrzehnte, sowas wie Ali gegen Frazier oder Tyson gegen Holyfield. Fällt dir noch einer ein? Botha gegen Schulz vielleicht? Natürlich, solche Kämpfe. Erinnern Sie sich bitte an die und dann vergessen Sie die ganz schnell wieder. Denn diese Kämpfe waren, entschuldige bitte Axel, ein Witz. Die waren ein Ausflug in den Streichelzoo verglichen mit dem, was wir Ihnen heute Abend bieten. Stefan Raab gegen Regina Halmich. An dich gleich mal vorab die Frage, hat Raab überhaupt den Hauch einer Chance, Axel? Natürlich hat er eine Chance. Also erstmal geht er an den Ring und zum zweiten ist er ein Mann. Also dementsprechend, deine Frage verstehe ich gar nicht. Ist okay. Erkläre ich dir dann nachher nochmal. Ja, wir werden sie heute Abend klären. Die uralte Frage, was ist eigentlich härter? Die professionelle Boxerin oder der professionelle Witzbold? Wir werden jetzt feierlich das Kampfplakat des heutigen Abends entrollen. Bitte sehr. Das ist Pyrotechnik vom Allerfeinsten. Schluss mit lustig, das Motto des heutigen Abends und das ist ernst gemeint. Ich sag das nochmal, es gibt keinen Kopfschutz für keinen von beiden. Es gibt keine Gnade und es gibt vor allem keine kleinen geheimen Absprachen. Auch an Regina Halmich gab es die Ansage, schon den Raab nicht. Wenn er am Boden liegt und winselt, wenn er sich ungesund verfärbt, einfach weiter draufhauen. Das war so abgesprochen, das hat er jetzt davon. Wir gucken uns jetzt mal gemeinsam die Ankunft der Kontrahenten hier vor dem Kapitol an heute. So sah das aus, als Regina Halmich ankam. Die Weltmeisterin im Junior-Fliegengewicht, sie will heute die Ehre des Frauenboxsports verteidigen. Für den sich Raab in schlimmer Weise lustig gemacht hat. Und sie sieht ganz gut gelaunt aus, Axel, oder? Ja, ist locker. Also kennt man ja. Ich meine, sie hat ja die Sicherheit, dass sie schon mal geboxt hat. Und dementsprechend, Stefan hat ja nun mal Sparringsrunden gemacht. Und sie ist natürlich siegessicher. Zum Beispiel, ja. Also ist, denke ich mal, ganz okay. Ist gut drauf. Ein bisschen am Auge hat sie was, aber ich denke, das jetzt vom Sparring. Das kann nicht von der vom ersten Kampf gegen Stefan. Nee, ist schon von der Vorbereitung. Jetzt wollen wir natürlich auch sehen, wie der Herausforderer hier angekommen ist. Stefan Raab, der Mann aus dem Boxstall von Dieter Bohlen, der Kaiser von Sülz, ein typischer Straßenboxer. So kam er an mit der etwas kleineren Limo. Also ich dachte, er wäre es okay. Da vorne. Nein, das ist ein anderer. Jetzt sehe ich es. Noch nicht, warte, er wird. Da ist er, der Kaiser von Sülz. Er muss heute Abend natürlich vor allem seine eigene Ehre verteidigen, nachdem er das Maul so weit aufgerissen hat. Ist ein bisschen überspielt gespannt. Sicherlich jetzt. Also er ist sicherlich tierisch nervös. Im Grunde streiten sich ja die Experten. Wird das heute Abend hier im Kapitol ein richtiges Boxevent oder wird es doch die erste Live-Hinrichtung im deutschen Farbfernsehen? Die Spannung, sie wird immer größer und wir schalten jetzt zum ersten Mal in die Halle zur Kollegin Jessica Schwarz. Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer draußen an den Bildschirmen und natürlich auch an alle Gäste hier im Studio. Seid ihr alle gut drauf und gespannt? Ja! Ja, die Seile, die Ringseile sind gespannt und gespannt wird natürlich auch Stefan Raab sein, der da hinten aus dieser blauen Ecke auftauchen wird und natürlich Regina hier aus der roten, wie es sich gehört. Männlein blau, Weiblein rot. Ich bin ja absolut Frauen, also ich stehe zu den Frauen, ich stehe zu Regina und wir haben einige Prominente, die ich nachher noch gleich befragen werde. Zum Beispiel, da schauen wir doch mal, da ist zum Beispiel schon Dolly Buster. Für wen bist du? Für wen bin ich? Ich bin für Stefan Raab, wahrscheinlich für die alle Mann, also er wird verlieren, ich glaube, er wird gewinnen. Ja, das finde ich schon mal super gut. Das war unser erstes Statement und ich gebe zurück. Es ist nicht mehr lange hin bis zum Boxevent des Jahres und Sie können auch noch Ihren Tipp abgeben. Sehen Sie das anders als Dolly Buster und meinen Sie, Regina Halmich wird heute Abend den Raab fertig machen, dann rufen Sie bitte jetzt an und wählen folgende Nummer 01379 700 701 und dann gibt es noch den Außenseiter-Tipp. Das ist für Stefan, der wird natürlich ein bisschen weiter vorne liegen, denke ich mal. 01379 700 702. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Unter allen, die anrufen, werden diverse tolle Preise verlost. Erster Preis, eine Reise nach Südafrika zum nächsten Kampf von Lennox Lewis im Schwergewicht. Zweiter Preis, Stefans Kampfmantel, wahrscheinlich mit diversen Blutspritzern. Und dann kaum gebrauchte Boxhandschuhe und Hose. Wer sowas mag, das wäre der dritte Platz. Ja, gleich wird es sich entscheiden. Startet Stefan Raab heute Abend eine beispiellose Boxkarriere oder muss er sich doch weiter als unterbezahlter Komiker verdingen? Wir werden es klären. Gleich. We'll be right back.
nun also live im Kapitol in Köln zur Boxnacht des Jahres. Stefan Raab gegen Regina Halmich. Und viele, viele Experten haben ja gesagt, die Frage ist überhaupt nicht, hat der Raab irgendeine Chance? Die Frage ist, wer moderiert eigentlich nächste Woche TV Total? Und ist der Praktikant Elton wirklich schon so weit? Der Raab hat ja aus Prinzip überhaupt nicht trainiert. War das vielleicht ein Fehler, Axel, im Nachhinein betrachtet? Nee, ich denke, das war ein Vorteil. Also dementsprechend, man erwartet nichts und er wird alle überraschen. Also er wird nach vorne gehen, wird Regina, denke ich mal, Regina gleich auf den Rücken werfen, klammern und wie auch immer. Also wird gleich anfangen, richtig loszulegen. Ja, er geht halt sehr unbelastet da rein. Aber meinst du nicht auch, dass es ihm jetzt mal im Ernst geholfen hätte, wenn er irgendeinen Sport mal getrieben hätte? Der hat schon ein bisschen Sport gemacht, also Matratzensport vielleicht? Nein, also ich denke, man muss ihn ernst nehmen, er wird schon was drauf haben, so, ansonsten würde er so einen Kampf nicht eingehen. Also ich denke, er wird schon nach vorne gehen. Ja, er ist einer von den zwei Experten, die glauben, dass Raab heute gewinnt und dabei hat er eigentlich Ahnung vom Boxen. Ja, im Vorfeld, das muss man mal sagen, hat Raab aber sich schon ziemlich weltmeisterlich gezeigt und zwar, als es um das verbale Vorgeplänkel ging, was beim Boxen ja auch total wichtig ist. Wir gucken uns jetzt nochmal die Highlights aus der legendären Pressekonferenz an. Niemand ich hoffe, da? Es zweifelt keiner an der Ernsthaftigkeit dieses Kampfes. Das möchte ich nochmal klar machen. Es ist wirklich kein Spaß. Die vierte Runde mache ich Regina platt. Also ich denke auch, dass es mindestens 3 bis 4 Runden gehen sollte, weil ich glaube, du musst mal richtig erfahren, was Schmerzen sind. Ich glaube aber, dass in diesem Moment ich sowieso vor Wut so rasend bin, dass ich keinen Schmerz spüren werde. Wenn ich dich am Kinn treffe, dann ist es egal, ob 8 Unzen oder 14 Unzen einschlagen. Wenn ich dich treffe, dann niete ich dich um. Und wenn ich dich umniete, dann können sie dich aber mit der Flex wieder aus dem Ringboden rausschneiden. In deine Fresse kann man einfach nur reinschlagen. Der Nagellack ist noch nicht trocken, da liegst du schon am Ringboden. Wenn er mir einmal auf die Brust schlägt, dann muss er dran glauben. Danach ist er nicht mehr zeugungsfähig. Wenn ich treffe, Regina, nur dass dir das nochmal klar ist. Ich ziehe durch. Du bist zwar gut mit deiner Klappe, aber ich hab's in der Faust. Ja, da hat er sich ein bisschen selber reingeredet in die Nummer, der Kollege Raab. Wenn der Kampf nur halb so toll wird wie die Pressekonferenz, dann haben wir heute Abend alle sehr viel Spaß. Jetzt müssen wir noch mal klar sagen, sowas kann natürlich letztlich auch fast gesundheitsgefährdend sein, wenn ein untrainierter Mann gegen einen Profi, in diesem Fall Boxerin, aber wie auch immer. Was könnte sein Motiv sein? Warum tut er sich das an? Ja, das ist ja nicht so schwer. Also ich denke, er will Profi-Weltmeisterin werden und dementsprechend setzt er da alles ran, dass er nächste Woche mit einem Rock hier rumläuft. Ja. Das ist okay. Könnte sein. Vielleicht hat er auch einfach nur Lust auf ein neues Gesicht. Andere müssen viel Geld dafür bezahlen. Das könnte auch sein. Aber vielleicht unterschätzen wir Stefan Raab auch nur. Vielleicht schlummert ja hinter diesem weichen Kern, hinter dieser etwas, ja, ich möchte fast sagen, auch femininen Optik ein ganz harter Hund. Darauf deuten zumindest diverse Folgen von Raab in Gefahr hin. Tausend Sasser Stefan Raab. Der Mann ist in allen Extremsportarten zu Hause, aber ich finde, seine stärksten Szenen hatte er gegen das Kamel und gegen Anke Engelke. Und Jessica Schwarz müsste jetzt Anke Engelke am Mikrofon haben, wenn es klappt. Ich habe Anke genau neben mir sitzen und tut's noch weh? Nee, also es war eine mehrstündige Operation, aber ich kann inzwischen auch wieder flüssige Nahrung zu mir nehmen, Kaugummi kauen und meinen Mund bewegen, es geht. So, denkst du, dass Regina ihm das heute heimzahlen sollte, für das, was er allen Frauen bis jetzt angetan hat, alle Beleidigungen? Ich glaube nicht an das Konzept von Rache, aber und auch nicht Frauensolidarität, das ist alles Bullshit. Das ist ja am Weltfrauentag passiert, also da halte ich überhaupt nichts von. Ich glaube, der Stärkere wird gewinnen und der Stärkere ist heute Abend Stefan Raab. Okay, und in welcher Runde wird sie flach gehen, flach liegen? Ach, das wird ja mehrere Stunden gehen, Jessica. Ich denke, ja. Wir können ein paar Tage hier verbringen. Das wird sich hinziehen. Ich hoffe, ihr habt Schlafsäcke dabei. Na, gucken wir mal, wie der Abend verläuft. Ich habe keine Ahnung. Wir machen Annette und ich und die ganzen Freunde, wir machen uns sehr in die Hose, machen schon Pipi und haben große... Ich würde an dieser Stelle mich sehr freuen, wenn es ein paar Getränke gibt. Ja, wir bitte. Vermissen die Getränke. Es wird ein langer Abend. Ein paar Getränke hier in die Ecke und ich würde sagen, ich gebe wieder ab. Tschüss. Ja, und ich denke, die einzige echte Taktik, die sich Stefan Raab für diesen Abend überlegt hat, die lautet Überleben. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps für ihn taktischer Natur? Ja, was ich vorhin schon sagte, also Klammern rufschmeißen und ja, ein bisschen Ferkeleien machen, also knutschen, vielleicht mit Mundschutz ist vielleicht nicht so lustig, also Mundschutz vorher raus. Wie sieht's aus mit der Reaktionsschnelligkeit? Wird er Reginas Schläge überhaupt kommen sehen? Sehen schon und spüren dann natürlich auch, also da hapert's, glaube ich, ein bisschen, spüren. Man hat's gesehen.
spüren wird er sie in jedem Fall. Axel Schulz ist ein, darf man sagen, erklärter Gegner des Frauenboxens. Warum eigentlich? Ja, weil es nicht so schön aussieht, wenn Frauen sich da gegenseitig schlagen und dementsprechend finde ich es nicht so lustig. Also jetzt ist es okay, jetzt schlägt der Mann zu. Nein, Quatsch, da bin ich auch dagegen. Also dementsprechend, eigentlich halte ich überhaupt nichts von Frauenboxen. Frauen sollen lieber Fußball spielen oder sonst irgendwas, aber nicht boxen. Was? Ja, ist auch eine Meinung. Ich kann dich beruhigen. Das heute Abend ist gar kein Frauenboxen, denn Raab ist ja keine richtige Frau. Und ja, es ist so. Und hat er mir jedenfalls gesagt. Und er würde einen riesigen Fehler machen, wenn er Regina Halmich heute Abend unterschätzen würde. Regina Halmich, ein Porträt. Es tut mir wirklich leid, dass er gegen mich boxen möchte, aber ich glaube, ich bin an diesem Abend echt gezwungen, mal einen Mann so richtig zu verprügeln. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Mann so sehr um Schläge gebettelt hat. Natürlich werde ich aufpassen, ich werde ihn auch ernst nehmen, aber ich möchte ihn gerne auf jeden Fall gut und eindeutig schlagen. Ja, und dabei könnte es ganz anders kommen zwischen Regina Halmich und Stefan Raab. Denn Regina Halmich hat wörtlich gesagt, ich habe Sympathien für Stefan Raab und sie hat weiter gesagt, ich könnte mir auch was Schöneres vorstellen, als mit ihm in den Ring zu steigen. So was Süßes hast du über George Foreman nie gesagt. Nee, ich wollte auch nicht von ihm, also dementsprechend bin ich schwul und deswegen habe ich gedacht, oh, mit der Frau wäre besser. Du hast ja auch schon deine Erfahrung mit Stefan Raab gemacht, da gab es so eine Art Kampf, wir gucken uns das jetzt nochmal an, die Highlights aus dem Kampf Schulz gegen Raab. Etwas irreguläre Bedingungen, muss man im Nachhinein sagen, du hast die kleineren Handschuhe, ne? Ja, ich hatte einen riesen Nachteil, weil er hat die großen Handschuhe gehabt und hat dann dadurch natürlich mehr Schlagkraft rübergebracht. Und nach Punkten habe ich auch keine Chance gehabt, man sieht das hier gleich. Weil, da siehst du gleich, also er legt gleich richtig los und macht gleich volles Programm, da hast du ja einfach keine Chance. Das Quietschen, was ich davon mir gebe, ich glaube, das ist der Schmerz. Das ist ein bisschen dreht wie das den Ton runter. Kichern auf dem Pausenhof in der dritten Klasse kommt mir das vor hier. Das war mal, da sollte ich mal schlagen, da sollte ich mal treffen, ja, das war da einfach nur so. Da lacht er gleich hysterisch. Ja, aber das ist, pop. Das ist Spätkau. Das war der entscheidende Treffer, das können, war, wir, den, können ja. wir den nochmal sehen? Da ist er nochmal. Ja. Ja. Guck, wie ich runtergehe. So was. Also man sollte Stefan nicht unterschätzen. Ja. Das ist schon irre. Heute sind wir schlauer. Heute wissen wir natürlich, dass der Ringrichter Sascha schwer geschmiert war. Also du bist genauso beschissen worden wie damals bei deinem Foreman-Kampf. Es sind viele, viele Prominente heute hier unten am Ring und ich könnte mir vorstellen, ungefähr die halbe Showbranche würde heute Abend liebend gern mit Regina Halmich tauschen. Wir schalten nochmal runter. Ja, und ich stehe hier, neben Ralf Richter und von dem kann ich mir sicher auch noch eine einschlägige Tipps hier abholen, vom Profi. Du hast auch ein bisschen gearbeitet, würde ich sagen. Ich wohne im Sportstudio. Du wohnst im Sportstudio? Zusammen mit meinem Kollegen. Was ist da wirklich drin? Steroide. Anabolika. Na, sowas noch nicht. Was denkst du, wer wird heute Abend gewinnen? Der Stefan fällt spätestens in der vierten Runde. Mein Kumpel und ich, wir haben ernsthaft angeboten, wir wollten ihn trainieren, er hat gelacht, gleich wird er weinen. Mit welcher Frau würdest du gerne mal in den Ring steigen? Naja, mit meinen Ex-Frauen, mit beiden am besten gleich. Könntest du eine Frau weg? Also könntest du einer Frau so richtig wirklich eins auf die Nase geben? Kein Skrupel? Nein, nein, aber die dürften mich dann verprügeln. Ja, wunderbar, so haben wir es gerne. Ich würde sagen, wir geben wieder ab. Ja, fast wichtiger als das Kämpfen selbst ist natürlich das Provozieren davor. Das war nicht so ganz deine Stärke. Du bist ja mehr so der ruhige Typ, nicht so der Sprücheklopfer aller Tyson. Raab hat es ziemlich drauf in dieser Beziehung und er hat wirklich alles getan, um Regina Halmich für diesen Abend nochmal heiß zu machen, nochmal zu motivieren. Und man kann sagen, Stefan Raabs Liebe fürs Frauenboxen, die begann schon im März 99 und so hörte sich das an. Da habe ich dann das sportliche Highlight dieser Woche gesehen. Nicht etwa Fußball, nein, viel besser Frauenboxen. Ja? Und zwar hat unsere Weltmeisterin Regina Bekiller Halmich hat ihren Titel verteidigt und hat natürlich gewonnen. Und als ich das erste Mal von Frauenboxen gehört habe, habe ich mir gedacht, die sind bei Dieter Bohlen doch direkt neben den Pferdenstellen. Ja.
Aber dann hat man mich aufgeklärt und hat mir gesagt, dass es sich um eine Leistungssportart handelt. Ja, und ich habe das gesehen. Sie hat in der ersten Runde gewonnen mit einem K.O. Ja, und der Kommentator sagte, es war ein Körpertreffer hier auf den Solarplexus. Ja. Also ich muss sagen, für mich war das ein glasklarer Titten-K.O. Aber das wäre Dolly Buster allerdings nicht passiert. Ja. Und kennen Sie die drei häufigsten Verletzungen beim Frauenboxen? Ja? Und zwar Laufmasche, Spliss und Orangenhaut. Ja? So baut man seine Gegner auf. Stefan Raab, der Meister der Provokation. Es gab ja schon einen Hinkampf. Hast du ihn gesehen, Axel? Ja, natürlich habe ich ihn gesehen. Zusammen ja. mit 18 Millionen anderen Deutschen. Wir gucken uns trotzdem den Hinkampf nochmal an. Die Highlights aus dem Hinkampf. Raab mit Kopfschutz. Regina Halmich natürlich ohne. Ja, er lässt sie auch kommen. Also kommen in der Hinsicht, ja, dass er nach vorne geht. Also nicht, was ihr jetzt wieder denkt. Schon klar, Axel. Und er will sie einfach ein bisschen mal kaputt machen. Was nicht so ganz gelungen ist. Hinten raus vielleicht, aber das haben wir rausgeschnitten. Also er wollte sie einfach mal ein bisschen aufbauen. Lieb von ihm, ja. Ja, das ist eben halt, er lässt es eben wirklich ein bisschen ruhig angehen. Bei ihm weiß man nie genau, sind das die Zähne oder ist das der Mundschutz? Aber ich glaube, das war der Mundschutz. Ich weiß gar nicht, ob er einen Mundschutz da drin hatte, ja, meinst du? Jetzt hat er richtig einen genommen und ich glaube, gleich kommt schon der finale Treffer, oder? Hau richtig zu, sagt er, also soll sie schon mal ordentlich machen. Nee, hat sie wirklich kommen lassen. Also macht man ja, Frauen lässt man ja kommen oder versucht zumindest, dass sie zuerst kommen. Axel, und passt jetzt beruhig dich mal wieder. Nein, sie soll nach vorn kommen, zuerst schlagen soll sie. Nicht jetzt, was du sagst. Auch dieser Kampf endete mit einem Skandalurteil. Hier noch ein weiterer Treffer. Regina Halmich hätte nach Punkten natürlich ganz klar gewinnen müssen. Aber der Schiedsrichter, oh, da war nochmal ein richtig gemeiner Treffer. Der Schiedsrichter wollte es anders. Raab hält sich für den Sieger, das ist dann schon ein bisschen grotesk. Und jetzt kommt fast das Urteil. Fast unentschieden. Ja. Ja. Fast unentschieden. Klar, dass Frau Halmich einen Rückkampf wollte nach so einem Urteil. Ja, kann man verstehen. Jetzt sag doch noch mal ganz schnell, wie ist denn nun wirklich das körperliche Risiko, das Raab hier eingeht? Ich denke, er hat einen Vorteil. Also er wiegt 35 Kilo mehr, also dementsprechend muss er sein Gewicht einfach mit reinbringen und darf Regine nicht so früh kommen lassen. Ja. Und wir können alle Menschen beruhigen. Er musste es nochmal machen, das war klar. Wir können alle beruhigen, wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Es ist ein fast ausgebildeter Arzt am Ring. Wir haben einen Pfleger, wir haben ein Sauerstoffzelt, wir haben ein Sterbezimmer. Also wir sind auf alles eingerichtet. Und wir gucken uns jetzt mal gemeinsam die Daten der Boxer an. Das sind die Boxer im Vergleich. Stefan Raab, der erfahrenere Mann mit 34 Jahren. Hat schon mal einen Vorteil. Und er ist ein Tick schwerer, ich sag mal so 40 Kilochen. Also ja, das ist aber locker. Dafür also, ist er auch ein bisschen größer. Also das passt dann auch wieder. Vom Gewicht her ist ein bisschen wie Godzilla gegen Bambi. Aber das hilft ihm nicht wirklich, dieses Gewicht, dieser Vorteil, oder? Doch, er kann es reinwerfen, also sein Gewicht reinwerfen und nach vorne bringen. Und doch, das könnte ein bisschen helfen. Also, Reichweitenvorteil, er hat ja eindeutig auch die längeren Arme. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Das könnte ja, dann auch schon. Wir sind mal gespannt, wie die Promis am Ring das so sehen. Wer da für wen ist. Wir schalten nochmal runter zu Jessica Schwarz. Jawohl, ich habe jetzt die Nicole Nufa hier neben mir sitzen. Nicole, Entscheidung am Nachmittag. Deine Entscheidung für heute Abend. Ganz klar für Regina. Sie hat ihn rausgefordert und ich bin jetzt ein bisschen skeptisch geworden nach allem, was ich gehört habe. Er hat sich gut vorbereitet. Klar, er wiegt auch eine Menge, aber Regina ist die Königin und das klappt schon. Hast du denn schon mal gewettet oder ist denn heute Abend schon irgendwelche Wetten am Laufen? Also nicht richtig. Wir beiden haben uns gerade schon abgesprochen, Gina und ich. Wir sind beide der Meinung, Regina macht's, ne? Sie hat ihn ja so weggemöbelt eben gerade, ja? Und das war's eben auch. Seitdem denke ich, sie hat's drauf. Er hat keinen Kopfschutz. Also ich bin wirklich auch ziemlich gespannt. Ich denke, alle Leute hier im Publikum langsam auch. Und ich gebe wieder zurück. Ja, wir sind alle gespannt und wir werden jetzt mal ins Allerheiligste, wie man in Boxsendungen gerne sagt, schalten, nämlich in die Garderoben der Boxer. Zunächst zum Herausforderer, zum Kaiser von Sülz, Stefan Raab in seiner Garderobe. Da sehen wir ihn. Er kämpft gegen wen? Gegen seinen Trainer im Moment noch. Stefan, kannst du uns hören? Ja. Wie willst du es angehen? Für welche Runde hast du den K.O. geplant? Deinen, meine ich. Zuerst mal haue ich Ralf Richter einen in die Fresse. Der merkt sich das alles. Ja, ansonsten bin ich sehr mental sehr gut drauf und ich glaube, dritte, vierte Runde ist ja alle. Mhm. Und Konditionsprobleme meinst du, hast du nicht wirklich, weil du pustest jetzt schon, muss ich dir mal sagen. Ja, ich finde, Axel Schulz ist auch schon ziemlich fertig. Ja, der sitzt ja auch mit dem Hut unter dem Scheinwerfer, das ist ganz normal. Ja gut, dann wünsche ich viel Glück. Ist auch ein Pfarrer da irgendwo? Bitte was? Pfarrer auch noch mit da oder nur der Ringarzt? Das wird schon.
Ja, wir sind im Geiste bei dir. Gut, dann schalten wir jetzt nochmal natürlich rüber zur amtierenden Weltmeisterin im Juniorfliegengewicht, Regina Halmich, in ihrer Kabine. Da ist natürlich noch Red Security davor. Lass uns mal rein da. Ach, guck mal, bei ihr sieht es ein bisschen geräumiger aus, ne? Au, jetzt ist gleich der Trainer. Regina, aber was soll denn das jetzt noch nicht so hart machen? Halt dich ein bisschen zurück. Hallo, Regina? Ist das Ihr Trainer, den sie da zusammenschlägt? Ja. Regina, was hast du dir vorgenommen? Für welche Runde willst du dem traurigen Schauspieler ein Ende machen? Wann willst du Schluss machen? Ich möchte schon ein bisschen was zeigen und alle, die jetzt noch zweifeln, ich werde es dem Raab heute richtig geben und danach kühle ich ihm seine Wunden. Da geht was. Da geht was. Vielen Dank, Regina Halmich. Ich sag ja, sie ist heimlich verknallt in den Mann. Sie können übrigens jetzt immer noch Ihren Tipp abgeben. Wenn Sie meinen, Regina Halmich macht das hier ganz locker, dann rufen Sie bitte an 01379 700 701. Oder der Außenseiter-Tipp, das ist Stefan Raab, 01379 700 702. Es gibt viele Preise zu gewinnen für alle, die anrufen. Unter anderem eine Reise nach Südafrika zum nächsten Kampf von Lennox Lewis. Was mag jetzt vorgehen in Stefan Raab? Ist das der Anfang einer großen, großen Boxkarriere? Oder heißt es gleich Abschied nehmen von einem der größten Entertainment-Talente, das das deutsche Fernsehen in den letzten Wochen hervorgebracht hat? Gleich werden wir es klären. Bis gleich. Kapitol. Jetzt aber. Jetzt ist es soweit. Das Box-Event des Jahres, vielleicht des Jahrzehnts. Stefan Raab gegen Regina Halmich. Komiker gegen Profiboxerin. Ohne Kopfschutz und ohne Gnade. Ihr Kommentator ist Tobias Drews. Und die wichtigste Frage des Kampfes lautet natürlich, für wen wird es die größere Umstellung? Stefan Raab macht einen großen Schritt auf ein neues Gebiet. Für Regina Halmich ist das eigentlich nichts Neues. Die hat schon häufiger mit Männern trainiert, macht ja auch Sparring mit dem Leichtgewichtsweltmeister Arthur Gregorian. Und böse Zungen behaupten sowieso, viele Frauen, gegen die sie im Ring gestanden hat, sahen eh aus wie Männer. Für diesen Kampf gibt es natürlich auch Regeln. Normalerweise ist das Regelbuch natürlich so dick wie das Telefonbuch von Köln. Hier sind 4 Regeln ausgewählt worden. Stehendes Anzählen ist ist möglich, es kann im Stehen angezählt werden. 3 Niederschläge in einer Runde bedeuten nicht automatisch das Kampfende. Der Kampf kann nur vom Ringrichter beendet werden, also Handtuch werfen gilt nicht und der Gong rettet nicht vor dem K.O., mit Ausnahme in der letzten Runde. Also da ist doch einiges geboten. So viel also zum Regelwerk. Genießen Sie jetzt die letzten Sekunden vor dem Boxereignis des Jahres. Alles Weitere von unserem Ringsprecher Ralf Günther. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, liebe Boxfreunde, herzlich willkommen hier im Kapitol zum Höhepunkt des Abends. Die inoffizielle TV Total Boxweltmeisterschaft im Frauenboxen über 5 Runden. Liebe Boxsportfreunde hier im Kapitol und die Millionen Zuschauer live zu Hause bei ProSieben. Jetzt heißt es Schluss mit Lustig! Ladies and Gentlemen, and now it's Showtime! Und nun, Ladies first, auf dem Weg in den Ring, die 21-fache Weltmeisterin im Junior-Fliegengewicht aus Karlsruhe, Germany. Bitte begrüßen Sie die amtierende Weltmeisterin, Regina Halmich!
Regina Halmich. Und jetzt, liebe Boxfreunde, auf dem Weg in den Ring, der Herausforderer, der völlig untrainierte und bisher ungeschlagene Moderator von TV Total aus Köln, Sülz, Germany. Hier ist das Fräulein Wunder. Hier ist Stefan Rapp. Und nun, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, bitte, 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 erheben Sie sich nun von Ihren Plätzen. Bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Für die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland. Ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, in der roten Ecke zu meiner Linken, in der schwarzen Hose mit einem Kampfgewicht von 50,8 Kilo. Ihr Kampfrekord, 36 Kämpfe.
35 Siege davon, 12 durch K.O. Hier ist die 21-fache Weltmeisterin aus Karlsruhe, Regina Halme! Und nun, in der blauen Ecke der Herausforderer. In der schwarz-goldenen Hose mit einem Kampfgewicht von 87,5 Kilo. Mit einem Kampfrekord von 0 Kämpfen mit 0 Siegen. Und nach Meinung von allen Experten 0 Chancen. Aus Köln, die Killerblauze. Stefan Rahm! Bitte begrüßen Sie nun mit mir die Punktrichter am Ring. Aus Hasloch, Germany, Herbert Urich. Aus Essen, Germany, Rainer Lohnsing. Der Zeitnehmer ist Hans Paffenholz. Thorsten Schmitz betreut Regina Halmich. Amit Öner betreut Stefan Raab. Ringrichter heute Abend aus Förde, Germany, Jürgen von Bellinghofen. Und nicht zu vergessen, der wahrscheinlich wichtigste Mann des heutigen Abends, Ringarzt Dr. Bürger Heinemann. Meine Damen und Herren, hier im Kapitol und die Millionen Zuschauer zu Hause, live bei ProSieben. Jetzt wird es ernst. Jetzt heißt es Schluss mit Lustig! Weltboxsport, von daher denke ich mir ein Gentleman-like, einen fairen Kampf und wer unfair boxt, kann verwarnt werden oder auch disqualifiziert werden. Meine Kommandos sind, bei Box wird geboxt, bei Stopp wird aufgehört und bei Break beide einen Schritt zurück. Okay, viel Glück und alles klar. Also die letzten Instruktionen und dann wurde es auch gleich ein bisschen böse. 5 Runden sind angesetzt, 2 Minuten die Distanz. Junior Fliegengewicht, Regina Halmich gegen deutliches Übergewicht hier bei Stefan Raab. Aber der Mann ist natürlich ein Gentleman, der versteckt den Waschbrettbauch vornehm unter seinem Bauchspeck. Er ist ganz gut durch den Winter gekommen, 87,5 Kilo. 36,7 Kilogramm schwerer als Regina Halmich. Der wäre eigentlich ein Schwergewichtler, also der könnte eher gegen Wladimir Klitschko antreten. Das war der Gong, die erste Runde. Was erwartet uns hier? Wird Stefan Raab gleich in die Offensive gehen? Was macht Regina Halmich? Raab muss natürlich versuchen, den Überraschungsmoment auszunutzen. Vielleicht mit der alten Metzger-Technik rangehen und draufschlagen. Irgendwas wird schon passieren. Aufpassen auf die Kombinationen von Regina Halmich. Stefan Raab hat sich selbst Mut gemacht, hat gesagt, ich habe mir Kämpfe angeguckt. Tyson, Holyfield, Lewis. Und die haben sich so lange an den Kopf geschlagen. Wenn die nicht umfallen, dann falle ich auch nicht um. Aber jetzt ist er in Bedrängnis, da kam die Linke durch. Er schubst sie weg und da gibt es direkt die Ermahnung von Hans-Jürgen von Bellinghofen. Das ist natürlich nicht erlaubt. Ein paar Sekunden zum Durchschnaufen. Und Regina Halmich beherrscht den Kampf von der Ringmitte. Sie versucht Stefan Raab, oder muss man sagen Stefanie Raab, irgendwie in die Ecke zu drängen. Gute Linke, gut abgefangen. Und da war die Linke nochmal. Ja, so langsam wird Stefan Raab schon ein bisschen ruhiger. Und die Ecke von Stefan Raab. Amit Öner ruft rein, bleib ruhig. Atme. Überpace dich hier nicht gleich zu Beginn. Aber das sieht gar nicht schlecht aus, die Technik von Stefan Raab. Das, was er sich da abgeschaut hat vom Fernsehen.
hat ja weniger Kämpfe am Fernsehen mitverfolgen können, als Regina Halmich selbst im Ring bestritten hat. Ja, die Deckung steht noch. Klopfzeichen, die letzten Sekunden der ersten Runde. Er versucht, die Rechte mal ins Ziel zu bringen. Er arbeitet ganz gut vor. Das ist keine schlechte Leistung von Stefan Raab. Eine gute erste Runde. Also, da kann man applaudieren. Und das Publikum steht jetzt hinter ihm. Das lief doch ganz gut. Er atmet jetzt. Ja, Regina Halmich, ein kleines blaues Auge, aber das kam aus der Vorbereitung. Je länger der Kampf dauert, desto größer ihre Chancen. Es gab schon mal so einen Kampf, Mann gegen Frau, beide boxerisch erfahren. Da hat übrigens die Frau gewonnen. Also vielleicht kein gutes Omen für Stefan Raab. Hier nochmal. Und da ist er offen, unten am Körper. Und da kommt die Rechte dann gut rein. Und da lächelt er noch. Und die Linke, gute Kombination. Da muss er aufpassen. Und das ist natürlich genau die Gefahr. Er verzieht hier auch mal das Gesicht. Im Hintergrund Thomas 90. Jetzt ist out. Ringfrei zur freien Runde. Also, erste Runde, was kann man da sagen? Vielleicht unentschieden. Box! Ja, fintieren. Er lässt die Hand draußen stehen. Er muss sich irgendwas einfallen lassen, um sich Regina Halmich vom Leib zu halten. Und das klappt ja am Anfang dieser zweiten Runde ganz gut. Jetzt macht sie sich kleiner, versucht von unten reinzukommen, mehr zum Körper zu gehen, auf die Killerplauze. Wieder guter Körpertreffer, aber er steht jetzt besser da. Er dreht ab, kriegt nochmal gute Körpertreffer. Aber er hält dagegen, der Mann ist zäh. Ja, da rutscht der Mundschutz raus. Das ist gar nicht so leicht, sich da auf alles zu konzentrieren. Er hat ja selbst gesagt, Mensch, im Vorfeld, um bei jemanden ins Gesicht zu schlagen, der einem eigentlich nichts getan hat, das ist gar nicht so einfach. Das zeigt einmal mehr, Boxen ist kein Sport für Schläger. Und Regina Halmich, die hat natürlich sehr gute Erinnerungen an Köln. Hier hat sie ihren kürzesten Sieg errungen gegen Lourdes González. Eine WM-Titelverteidigung. Sie gewann in der ersten Runde nach 71 Sekunden. Die Ermahnung an Stefan Raab. Da kann auch mal ein Punktabzug folgen. Jetzt kommt sie ran. Jetzt müsste man in die Köpfe schauen können. Was passiert da jetzt? Hofft Stefan Raab, dass die fünf Runden bald vorbei sind? Oder denkt sich Regina Halmich, aber das hätte ich besser nicht annehmen sollen hier. Sie kämpft auch fürs Frauenboxen. Hier können in 10 Minuten dann die ganze Arbeit kaputt sein, die sie über Jahre aufgebaut hat, wenn sie gegen Raab verliert. Aber jetzt steht er da wieder in Doppeldeckung, schaut mit großen Augen. Die Beine werden schwerer, die Luft wird knapper. Ja, das kostet Kraft, dieses Weggehen. Schauen Sie sich das an. Und nochmal eine rechte, Ende der zweiten Runde. Also er hält sich nicht schlecht, das muss man sagen. Respekt bislang von der Leistung von Stefan Raab. Regina Halmich, 27 WM-Kämpfe, dreimal Europameisterin auch im Kickboxen. Und wir dürfen nicht vergessen, das sind 2 Minuten Runden. Bei den Amateuren boxt man meistens auch über die Distanz von 3 Minuten und bei den Profis natürlich sowieso. Hier nochmal. Gut, wie sie zum Körper geht. Und dann versucht sie, die Linke oben ins Ziel zu kommen. Ja, klappt nicht ganz. Und da ist sie drin. Und da dreht er sich ab. Das Beste, was er machen kann, wahrscheinlich. War noch nichts passiert an der Nase. Ahmet Öner, der internationale deutsche Meister. Nun ringfrei zur dritten Runde. Gibt ihm da die Anweisung. Ja, die Linke vorbei. Regina Halmich natürlich auch ein bisschen ungewohnt, einen so großen Gegner, 1,82 Meter, das sind 22 Zentimeter Größenunterschied. Ihr nächster WM-Kampf ist für den 7. April live im DSF geplant. Stefan Raab kann dieser Planung einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Er fällt in die Ringseile. Er hat gesagt, ich habe mir Ali Gegenformen angeschaut, um mir da was abzuschauen. Ich habe eine ganz besondere Technik und die werde ich anwenden. Noch war nicht viel davon zu sehen, vielleicht
die Hoffnung, dass Regina Alm sich die Hände bricht, wenn sie ihn häufig trifft. Ja, da geht viel in die Luft. Also, da hat Slatko als Sänger häufiger den richtigen Ton getroffen als Raab hier seine Gegnerin. Jetzt ist er wieder im Bedrängnis. Nochmal die linke auf die Nase. Er geht zu Boden. Er muss runter. Die Nase schmerzt. Der wird angezählt. 5, 6, 7. Und wir schauen mal nicht ganz so genau hin. Normalerweise darf da natürlich nicht der Betreuer mal kurz abwischen, zumindest nicht, wenn es der Ringrichter nicht anordnet. Ah, er weiß schon, er kennt die alten Tricks. Er hat wohl wirklich viele Boxkämpfe geschaut. Er weiß, wie man Zeit schindet. Noch 45 Sekunden. Wenn ich über die Zeit komme, das wäre doch schon ein großer Erfolg. Und wenn die Nase wehtut, ist es natürlich noch schwieriger mit dem Atmen. Und man sieht, der Mund geht auf von Stefan Raab. Er versucht, dadurch zu ziehen, durch den Mundschutz Luft zu bekommen. Einen Punktabzug noch dazu. Also jetzt wird es langsam bitter. Ruhe bewahren, ruft jetzt auch Thorsten Schmitz rein, der Trainer von Regina Halmig. Die letzten Sekunden, noch 5. Na gut, dass er die linke so raushält. Damit hält er sich Regina Halmig vom Leib und er hat dafür die Verwarnung bekommen. Und Regina Halmig hat gesagt, Mensch, Herr Ringrichter, da müssen Sie mal was gegen unternehmen. Er versucht doch nur zu überleben, aber das macht er nicht schlecht. Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, Stefan Raab, der hat eine Lederallergie. Immer wenn der Handschuh von Regina Halmig nachkommt, dann macht er die Augen zu, schaut weg und dann wird er natürlich leicht getroffen. Und jetzt kommt wieder Gina Wild in den Ring, das Nummerngirl. Könnt ihr hier Stefan Raab durch die Ringseile fliegen sehen, beinahe. Na, zeigt an. Also es kann noch weitergehen. Gina Wild. Also wenn der Kampf am Ende so knapp wird wie die Bekleidung von Gina Wild, dann erwartet uns hier noch ein heißes Tänzchen. So viel steht fest. Schauen Sie sich das an. Alleine dafür hat sich das Einschalten gelohnt. Nochmal die Beschwerde von Regina Halmig. Die vierte Runde beginnt. Und wieder wertvolle Zeit schon verstrichen. Wertvolle Zeit für Stefan Raab, die ihn näher ranbringt, hier über die Zeit zu kommen. Und jeder, der selbst mal versucht hat zu boxen, der weiß, wie schwer das ist, da im Ring zu stehen, sich zu konzentrieren, die Handschuhe hochzuhalten. Und jetzt versucht das nochmal. Ja, er hält, er klammert, er umarmt Regina Halmig, in den Clinch zu gehen. Das würden sich viele Männer wünschen. Es gibt die alte Boxerweisheit, die heißt, man kann zwar weglaufen, aber man kann sich nicht verstecken. Stefan Raab merkt das jetzt, aber nach wie vor muss ich sagen, er hält sich hier gut. Ich habe gedacht, er wird sich irgendwas ausdenken, hier auszusteigen vielleicht, aber er hat sehr großen sportlichen Ehrgeiz. Also nicht nur eine große Klappe, sondern auch einiges dahinter. Nochmal gute Treffer wieder von Regina Halmig. Nicht abdrehen. Oh, der atmet schwer, der atmet schwer. Und die Ecke versucht ihm da schon Mut zuzureden. Es dauert nicht mehr lange, noch wenige Sekunden. Stefan bleibt auf den Beinen. Aber er kann auch runtergehen, kann sich anzählen lassen, um wieder Zeit zu gewinnen. Was macht Hans-Jürgen von Bellinghofen jetzt? Er versucht ihn da zu lösen. Normalerweise wird eine Runde mit 10 zu 9 gewertet. Wenn es einen Punktabzug gibt, dann mit 10 zu 8. Man kann auch eine Runde mit 10 zu 8 werten ohne einen Niederschlag, wenn man sagt, die Überlegenheit war zu groß. Und in dieser vierten Runde war das so. Eine 10 zu 8 Runde für Regina Halmig. Ja, am Auge mitgenommen, eine Trainingsverletzung. Blaue Auge ist nicht alleine von diesem Kampf. Na gut, da kommt die rechte oben ran an die Schläfe.
man sieht aber auch, Regina Halmich hat natürlich den nötigen Respekt. Wer weiß, was da wirklich durchkommt, wenn so ein Mann unkontrolliert seine knapp 90 Kilo in den Schlag wirft. Da kann einiges passieren. Ja, eleganter, schöner kann man die fünfte Runde nicht anzeigen. Und letzte Runde. Ja, er schwimmt jetzt, Stefan Raab, da in der Verteidigung, versucht irgendwie den Kampf zu überstehen. Und er schlägt viel in die Luft. Natürlich, das Publikum will ihn in der Vorwärtsbewegung sehen. Jetzt gute Treffer von Regina Halmich. Probleme bei Stefan Raab. Der ist mitgenommen, ist angeschlagen und wird angezählt. 4, 5, 6, 7. Ja, so kann weitermachen, kein Problem. Ende. Der Ringrichter nimmt ihn raus und sagt, der Kampf ist aus. Er sagt, Feierabend, eine unpopuläre Entscheidung, aber Hans-Jürgen von Bellinghofen sagt, zu viele harte Treffer. Er war wehrlos. Entschuldigung, aber er war wehrlos. Er hätte das vielleicht durchgestanden, aber Schläge, die an den Kopf gehen, sind natürlich auch gefährlich. Jetzt geht's doch weiter. Also entweder der Ringrichter greift durch oder er sagt erst gar nichts, aber das ist jetzt natürlich keine allzu gute Geschichte. Er hätte abbrechen können und hätte es auch durchsetzen können, aber hat sich hier mit diesem Publikum nicht getraut. Also geht's weiter. Wichtige Sekunden wiederum für Stefan Raab. Und ich bleib dabei, er schwimmt in der Verteidigung. Die Technik ist gar nicht übel, er probiert's. Aber wahrscheinlich kriegt er am Ende des Kampfes hier eher das Seepferdchen an die Hose genäht, so wie der hier schwimmt und nicht nach vorne gehen kann. Er kriegt gute Treffer. Er dreht sich um. Jetzt reicht's wirklich. Es ist eine schöne Show gewesen. Und wenn der Ringrichter abbricht, ist der Kampf vorbei. So, du kannst doch nicht den Kampf abbrechen. Jetzt wird er noch diskutiert, aber dafür ist er Ringrichter. Der dreht sich um. So, jetzt wird, wie gesagt, diskutiert. Das muss natürlich auch nicht sein. Also, jetzt gibt er nochmal den Kampf frei. Also, der schlechteste Mann im Ring, oder nein? Die schlechteste Figur im Ring gibt an dieser Stelle jetzt der Ringrichter ab. Und das ist ein großes Lob für Stefan Raab. Ein erfahrener Ringrichter, der hier große Probleme hat. Stefan Raab geht nochmal nach vorne. Die Rechte kommt durch. Ein zweites Mal. Also, über die Leistung des Ringrichters reden wir nicht mehr. Aber wir reden über die Leistung von Stefan Raab. Er hat Herz bewiesen, großes Herz. Und er hat hier durchgehalten. Und das ist viel wert. Hat den Überraschungsmoment nicht ausnutzen können, aber er war konzentriert. Und diese 10 Minuten, dieses Tempo zu gehen, unter der Anspannung, in der Hitze hier, das ist schon einiges. Also Hut ab, Respekt vor der Leistung von Stefan Raab. Prost gibt's für ihn. Es gibt amtierende Weltmeister, die ihren ersten Profikampf verloren haben. Also vielleicht ist es noch gar nicht zu spät, eine Karriere als Profiboxer anzustreben. Und vielleicht gibt es da ja doch den einen oder anderen Profi-Manager, der da jetzt schon mal einen Vertrag schreibt. Der ist ein Multitalent, keine Frage. Man kann eben am Ende nur rausholen, was der liebe Gott irgendwann mal reingetan hat. Das ganz große Boxtalent gehört nicht dazu, aber doch sehr viel mehr, als viele ihm zugetraut haben. Meiner Person eingeschlossen. Regina Halmich, wenn sie ihn vorzeitig geschlagen hätte, hätte sie wahrscheinlich die Alice Schwarzer Ehrenplakette gekriegt. So bleibt eine Siegerin, Regina Halmich, ein moralischer Sieger in Stefan Raab. Ich bin mal aufs Urteil gespannt, was die Punktrichter sich da ausgedacht haben. Also es muss eine deutliche Geschichte zugunsten von Regina Halmich werden. Durch die Anzählerei, durch den Punktabzug und Zugabe, jetzt klingt sogar Stefan Raab ab. Ja, was kommt jetzt? Raab gegen Hella von Sinn vielleicht oder Regina Halmich gegen Moses Pelham als Revanche für die Geschichte, die da mal war zwischen Pelham und Raab? Mal schauen. Also das war besser als erwartet. Kein Raab in schwarzer Tag für das Frauenboxen. Meine Damen und Herren, das Urteil. Das Kampfgericht entscheidet. Sieger nach Punkten. Regina Halmich!
sagen haben. Stefan Raab hat angekündigt, als nächsten Sport würde er gerne Skispringen ausprobieren. Also da erwartet uns, glaube ich, dann in Zukunft wirklich noch einiges. Eine gute Leistung, ich sag's nochmal, Stefan Raab hat hier überzeugt. Der völlig untrainierte Witzemacher, die Killerplauze, hat gezeigt, was er drauf hat. Und Regina Heimlich hat natürlich verdient gewonnen am Ende. Und jetzt das Wort an das Publikum. Ja, also war ein ganz tolles Publikum und es hat mir viel Spaß gemacht, mit Stefan zu boxen. Obwohl, einmal hat er mich mit dem Ellenbogen getroffen und hat mich auch immer weggehalten. Du hast es aber auch nicht besser verdient. Ja. Ja, aber ich denke, wir haben eine gute Show geliefert und man hat auch gesehen beim einen oder anderen Schlag, tut's weh? Beim einen oder anderen Schlag, dass es auch ernst war und ich glaube, wir haben eine gute Show geboten, auch dank euch allen. Dankeschön. Regina Halmich. Und nun die Stellungnahme des Herausforderers, Stefan Raab. Ja. Also ich hoffe, erstmal vielen Dank. Ihr wart wirklich ein tolles Publikum für beide Seiten. Und ich habe zwei, dreimal auf die Nase bekommen. Ich hoffe, es ist nichts gebrochen. Es tut ein bisschen weh. Hat auch ein bisschen geblutet, aber ich wollte es haben wie Rocky. Und ich habe mir immer gesagt, keine Schmerzen, keine Schmerzen, keine Schmerzen. Und Regina ist eine fabelhafte Boxerin und mein Glückwunsch gilt Regina Heimlich. Vielen Dank. Schluss mit Lustig mit Regina Heimlich und Stefan Raab. Ich möchte vielleicht mal noch sagen, weil der Sprecher im Vorfeld gesagt hat, ich stehe vielleicht auf Stefan Raab. Ja, ich tue es und ich darf dich jetzt noch küssen, ja? Okay. Süß, oder? Regina Heimlich! Ich hab's ja gesagt, der Anfang einer ganz großen Romanze. Und alle, die gesagt haben, der Raab wird seine stärksten Szenen in der Kabine haben, die müssen sich im Nachhinein ein bisschen entschuldigen. Das war von beiden eine sehr ordentliche Vorstellung. Sie haben sich nichts geschenkt. Beide sahen gegen Ende ein bisschen scheiße, ein bisschen ramponiert aus. Was ist dein Fazit? Ja, also wirklich, Stefan hat alle überrascht hier. Und ich denke, er hat eine super Show. Da sehen wir den Walkout von Stefan Raab. Er geht noch behende die Treppe hoch. Wer hätte das gedacht, ja, vor dem Kampf? Also wirklich frisch, die 5x2 Minuten haben, denke ich mal, nicht so wehgetan, wie wir alle gedacht haben. Und Regina hat auch einen super Kampf gemacht. Also zu Recht gewonnen. Nach Punkten, ihr habt ja keine Frage, aber Stefan hat doch, denke ich mal, viele überrascht. Beide jetzt natürlich auf dem Weg hier zu uns ins Studio. Wie hast du Stefans Kondition beurteilt? Ich meine, der Mann ist Cruiser-Gewichtler mit einer deutlichen Tendenz zum Schwergewicht. Dafür hat er sich sehr ordentlich gehalten, oder? Dafür hat er gut gemacht. Ich meine, man muss gleich mal den Kessel gucken, aber hat er wirklich gut gemacht. Also dementsprechend eine gute Kondition. Er hat doch ein bisschen trainiert, denke ich mal. Für mich ganz klar der harteste Fighter seit Mahatma Gandhi. Der Saal hier hinter uns, der stand fast die ganze Zeit hinter Stefan Raab. Und wir geben jetzt natürlich nochmal runter zu Jessica Schwarz. Ich sitze hier mit Nova Meyer-Henrich und Alexander Matzer und ich habe gerade mitbekommen, ihr habt gewettet. Richtig, und ich habe die Wette gewonnen. Das ist ein Drama, weil der Wetteinsatz war nämlich eigentlich, wenn Stefan in der dritten Runde zu niedergeht, wie ich dachte, geht er mit mir ins Aerobic-Training. Jetzt ist er in der fünften Stunde niedergegangen, jetzt muss ich mit ihm zum Boxen. Genau, richtig. Und da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank, Stefan. Und ich muss nochmal sagen, wer mit Rockymusik einläuft, hat auf die Fresse verdient. Aber ich würde schon sagen, ein wahnsinniger Kampf, oder? Wahnsinnig spannend. Wie habt ihr empfunden, Gänsehaut? Also ich muss sagen, ich habe echt mitgefiebert und ich finde, Stefan hat sich um einiges besser geschlagen, als ich dachte. Und als das Blut floss, habe ich schon, da tat er mir fast leid. Aber Frauenpower und man sieht auch Mädels mit 1,60 können richtig knallen. Alexander. Ja, das stimmt. Die können richtig knallen und ich bin schon gespannt, ob Stefan dann später auf der After-Hour-Party ist. Ich glaube mal weniger, er muss sich ein bisschen schonen. Ja? Wir werden sehen und ich gebe wieder zurück zu meinen zwei Lieben da oben. Ja, wir sind schon drei, gleich vier, wenn es klappt. Haben wir bei uns perfekt. Stefan Raab, der Mann, der beinahe Weltmeisterin geworden wäre, muss man sagen. Es hat nicht viel gefehlt. Was ist dein Kampffazit? Ja, also ich war doch erstaunt, dass ich sie schon auf Distanz halten konnte. Mir war zwar nicht bekannt, dass gestreckter Arm nicht erlaubt ist. Ist so. Aber ist ja im Nachhinein egal. Und, also ich hab zwei, drei auf die Nase bekommen, hat auch irgendwie zwischendurch, glaube ich, ganz heftig. Irgendwo lief was raus, ja. Was Rotes, wo war das? Geht aber noch. Hier, an die Nase. Und dann ich habe dich aber auch ein paar Mal richtig hart getroffen, aber die fiel einfach nicht um.
Also hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ein paar Mal habe ich richtig... Sie ist nicht wirklich umgefallen, das hast du gut beobachtet. Wie kriegt man denn eigentlich diesen Reflex weg, der ja uns Jungs schon vom Kindergarten an antrainiert wird, nie Mädchen hauen, egal wie böse die sind. Wie hast du das hingekriegt, dass du sie trotzdem doch einige Male ziemlich... dass ihr ziemlich einen reingehauen hast? Ja, ich habe mir vorgestellt, sie ist Axel Schulz. Ja, man muss sich ein bisschen überwinden. Also es hat mich Überwindung gekostet, aber nach einer Weile, wenn man dann selber, als sie mir dann irgendwie hier die Nase blutig gehauen hatte, habe ich gedacht, komm, jetzt kriegst du auch drauf, die Fresse. Wir gucken uns nochmal eine Szene an aus der ersten Runde, war das, glaube ich, wo du dich tatsächlich auch konditionell noch ganz wunderbar gehalten hast. Ja. Super abgefangen, also muss man auch erstmal machen. Ne? Also im Rückwärtsgang dann noch den Stand zu finden, also da hört schon was dazu, das war schon frisch. Ja. Wie ist das denn, das ist ja auch eine beliebte Frage an Boxer, mit den Schmerzen, kriegt man die überhaupt mit oder ist das Adrenalin davor? Ja, der hat wehgetan zum Beispiel, den Sie da gerade gesehen haben. Hätte mich auch gewundert, ja. Der hat wehgetan, aber es ging erstaunlich. Wenn man sich vorher ein bisschen darauf einstellt, mental darauf einstellt, dass es wehtun könnte, dann geht's. 5 Runden war jetzt okay, ich glaube noch eine Runde länger, ich war am Ende fix und alle. Wo der Ringrichter abbrechen wollte, die Pfeife. Ja, was war da los? Ja, da war ich noch topfit, ich habe einfach nur gedacht, ich spare mal ein bisschen Kraft und bleib mal in der Ducke und lasse ihm mal ein bisschen die Luft aus sich rausprügeln und dann mache ich sie alle. Und dann hat der Ringrichter, wollte schon abbrechen. Herr Ringrichter, sind Sie bezahlt gewesen oder was? Das sind natürlich schlimme Vorwürfe, die hier zum Schluss noch erhoben werden. Jetzt wollen wir aber gratulieren der immer noch amtierenden Weltmeisterin im Junior-Fliegengewicht, Regina Halmich. Regina, schon Sparringspartner gehabt, männliche, aber das war dein erster richtiger Kampf gegen einen Mann. War das dein schwerster Kampf? Nee, also ich muss sagen, man hätte vielleicht dem Stefan noch ein bisschen die Regeln erklären müssen. Er hat mich also so wirklich mit einem gestreckten Faust hat er mich auf Distanz gehalten. Bin also da fast nicht durchgekommen. Das war für mich sehr schwer. Aber also man muss sagen, für jemanden, der wirklich noch nie geboxt hat eigentlich, obwohl ich glaube, er hat geheim trainiert. Nein. Im Keller, klar. Im Keller vorm Spiegel nach abends. Nein, aber wirklich, also ganz großen Respekt für jemanden, der also wirklich noch nie geboxt hat und sich, egal ob es jetzt nach dem Reglement war oder nicht, aber er hat sich 5 Runden lang aus der Affäre ziehen können und hat auch selbst, also ich habe wirklich, ich muss sagen... Hast du wehgetan? Nee, aber ich muss... Ich muss wirklich sagen, ich habe es in deinen Augen gesehen. Du hattest also wirklich so viel Adrenalin in dir. Na, also das hat es wirklich, ich habe richtig gemerkt, du warst heiß ohne Ende. Und, also aber nur aufs Boxen. Nicht das jetzt. Nein, nein. War das denn seine einzige Regelwidrigkeit mit dem gestreckten Arm oder hat er auch noch gekniffen oder an Haaren gezogen oder irgend sowas? Nein, also das hat er nicht gemacht. Er hat ein, zweimal eine Innenhand geschlagen, hat sich abgedreht, aber wie gesagt, aus der Affäre gezogen, aber trotzdem, ohne Wenn und Aber, ganz tapfer. Dein Auge, wenn ich das sagen darf, sieht auch ein bisschen angeschlagen aus jetzt. Das hat aber nichts mit Stefan zu tun. Das hat nichts mit Stefan zu tun. Das habe ich mir vor 2 Tagen beim Sparring habe ich mir das zugezogen. Da habe ich einen Schlag aufs Jochbein gekriegt. War praktisch so der Daumen in meinem Auge. Aber so hat den Kampf nicht gefährdet. Und ich habe auch Stefan gesagt, er braucht sich nicht zurücknehmen. Wir haben gesagt, Schluss mit Lustig. Das haben wir heute bewiesen. Und wir haben also wirklich, glaube ich, so gut Boxgeschichte geschrieben. Jetzt gucken wir uns nochmal. Ja. Ich möchte kurz noch was sagen. Ist ja deine Sendung. Ja, ich möchte hiermit mitteilen, dass ich mich vom Profi-Boxsport zurückziehe. Oh, nee. Oh. Das glaube ich nicht. Also, das kann doch nicht sein. Hier sind wir, glaube ich, in der dritten Runde. Runde, da sehen wir nochmal einen besonders schönen Niederschlag. Jau! Aber das war er, der Entscheidende. Wie hast du dich da gefühlt? Auch eine beliebte Frage an Sportler. Ja, der hat ein bisschen wehgetan. Der hat genau aufs Nasenbein. Es tut jetzt noch ein bisschen. Kam da die